Wir haben als Programm, und das sieht man, man steht nicht jeden Tag zur Anmoderation auf einer Autobahn, wir haben als Thema, als Überschrift das Thema Autobahn gewählt, natürlich das Thema Rettungsgasse. Ich denke, es ist ein omnipräsentes Thema, ein unendlich wichtiges Thema, was wir Ihnen und euch in den verschiedenen Vorführungen auch immer wieder vermitteln wollen heute. Wer sind wir? Wir sind die Feuerwehr Erlangen, das sind die hauptamtlichen Kollegen und die ehrenamtlich Aktiven, die gemeinsam hier 365 Tage im Jahr von der Hauptfeuerwache ausrücken ins Stadtgebiet Erlangen für ihre Sicherheit, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt. Und da wir das nicht alleine machen als Feuerwehr Erlangen, haben wir auch heute wieder unsere Partner dabei, die Partner, die gemeinsam mit uns ausrücken. Das ist das Rote Kreuz, das ist der ASB, die DLRG, die Kollegen der Polizei und die Kameradinnen und Kameraden des THW, weil es uns auch heute wichtig ist, Ihnen und euch zu zeigen, dass wir das nur gemeinsam bewerkstelligen können. Und da das im Laufe des Tages immer etwas zu kurz kommt, möchte ich einfach vorneweg jetzt schon mal allen weit über 100 Aktiven, die diesen Tag heute vorbereitet haben, die diesen Tag heute gestalten, sei es durch die Vorführungen, sei es an den Ständen, sei es in der Küche, bitte alle in der Küche vorbeischauen, nicht hungrig vom Hof ziehen. Ich möchte einfach mal ganz, ganz herzlich jetzt schon mal denen Dankeschön sagen, die den Tag vorbereitet haben. Es beginnt schon immer im April, Mai eines Jahres. Wir überlegen uns, was könnten wir machen. Dann wird es stetig mehr. Manche nehmen sogar Urlaub in der Woche vor dem Tag auf eine Tür in der Woche danach, damit wir das hier bewerkstelligen können, was wir Ihnen und euch heute präsentieren wollen. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag bei der Feuerwehr Erlangen. Bleibt lange da, jetzt hoffe ich auf Unterstützung von oben. Da darf ich euch und Ihnen den Daniel Bösch vorstellen, der jetzt gleich die Moderation von mir übernehmen wird. Wir beginnen traditionell mit unserer Bodenschau. Viele kennen das schon. Es wird einen Verkehrsunfall geben, es wird einen Gefahrguteinsatz geben, es wird eine eingeklemmte Person geben und wir werden traditionell, passt nicht ganz zur Autobahn, natürlich die Gefahren im Haushalt nochmal unterstreichen. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiges Thema, nochmal kombiniert auch mit dem Thema Heimrauchmelder, was ja auch ein ganz, ganz aktuelles Thema ist. Fühlen Sie sich wohl, gehen Sie zu den verschiedenen Fahrzeugpräsentationen. Wir bieten wieder Führungen durch die Hauptfeuerwache. Bitte im kulinarischen Bereich lange verweilen, lassen Sie sich schmecken, ob warm oder Kuchen, Kaffee oder Kaltgetränke, alles für Sie vorbereitet. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche uns allen jetzt gemeinsam einen wunderschönen Tag der offenen Tür 2017 bei der Feuerwehr Erlangen. Vielen Dank. Da ist das Seil drin, ne? Auch von meiner Seite herzlich Hallo. Herzlich Hallo, schön, dass ihr, heute alle bei uns sind. Wir wollen euch ein bisschen was zeigen, nämlich die ganzen Schutzanzüge, die ganze Kleidung, die Feuerwehr hat. Jeder hat schon mal gehört, die Feuerwehr hat viele Aufgaben. Dafür gibt es auch viel Schutzkleidung. Womit wir eingestiegen sind, ist das, was ich jetzt selber am Körper trage. Ein Gerät ist als Absturzsicherung. Also die Feuerwehr kann sich in großen Höhen sichern. Und damit nicht das passiert, was ich gerade gemacht habe, sondern damit wir nicht runterfallen. Kann man sich vorstellen, wir sind im Winter im Einsatz, es ist viel Schnee am Dach und wir werden gerufen, um den Schnee vom Dach zu drehen. Und dann gibt es eben, man kennt es von Kindern, ein Geschirr und entsprechende Leine und Seile, mit denen sich die Feuerwehr auf so einem Dach sichern kann. Heute haben wir es ein bisschen anders eingesetzt. Wie gesagt, damit die nicht abstürzen. Okay, also Systeme, die uns dienen, uns zu sichern, damit wir nicht runterfallen, weil es wäre ja schlimm,
Heute haben wir was anderes gemacht, dass wir mal einschweben. Also das ist jetzt kein Szenario, wie wir es bei der Feuerwehr machen, dass wir uns runterlassen, aber heute um euch zu zeigen, was damit alles möglich ist. Und wir brauchen großes Vertrauen in das Material und das lernen wir eben durch solche Übungen, dass wir wissen, das Seil hält uns. Es kann da wirklich nichts passieren, wenn wir jetzt wie hier aus 10 Metern runtersteigen. Aber heute geht es nicht um mich, heute geht es um viele andere. Und ich freue mich, die ersten beiden, unsere Jüngsten, die zu mir kommen, nämlich der Paul und der Fabian, die zeigen euch, sind noch nicht im Einsatzdienst, die einfachste Form der Schutzkleidung und die gibt es heute auch zu kaufen. Wenn jemand sie haben will, da drüben am Eingang ist der Stand, also wer zu den großen Feuerwehrleuten heute gehört wird, dreht euch mal, also das, was wir für Kinder anbieten, hat nichts mit dem Einsatzdienst zu tun, sondern ist die Form der Freizeitkleidung, heute ideal am Tag der offenen Tür, unsere zwei Jungen. Großen Applaus für die zwei. Danke euch. So, Sie haben schon was gelernt bei der Feuerwehr. Sie gehen Treppen rückwärts runter. Also das ist das, worauf die Feuerwehr achtet. Unfallverhütung, also ganz fremd ist Ihnen das Thema nicht. Kommt zu mir. So, der Nächste, der kommt, ist der Sebastian. Der darf nach außen, wir brauchen wieder ein bisschen Rauch dazu. Was könnte es sein? Also der Feuerwehrmann, wie man ihn kennt, mit der dicken Brandschutzkleidung, wenn er sich dreht, dann sehen wir am Rücken die Flasche, also er hat seine eigene Luft dabei. Wir sprechen vom Pressluftatmer, also fälschlicherweise sagen die Menschen immer, wir haben Sauerstoff, nee, es ist wirklich reine Atemluft, wie wir sie schnaufen und damit sind wir imstande, bis zu einer halben Stunde im Brandrauch zu überleben. Jeder weiß, das ist gefährlich, das ist keineswegs gesund. Deswegen, wenn es brennt, bringt der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, ihre eigene Luft mit und kann dann in giftiger Atmosphäre eben mit Arbeiten löschen. Jacke und Hose schützen zudem vor Hitze, vor Flammen. Also das ist der Standardanzug, wie ihn in Erlangen jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann einmal im Spind hängen hat, natürlich in seiner Größe. Und der Sebastian dreht mal die Runde. Das Nächste, was kommt, ist, wenn es noch ein bisschen heißer zugeht. Also Brände von Spezialitäten, beispielsweise in der Uni oder in Betrieben, wenn wir Metallbrennen oder wir denken zum Beispiel auf der Autobahn, wo wir ja heute sind, ein Tanklastzug ist in Brand geraten, dann haben wir über das, was der Sebastian uns gezeigt hat, jetzt nochmal spezielle Hitzeschutzkleidung. Darunter steckt der Marco, dass auch jeder weiß, wen wir da sehen. Also eine silberne Folie, wer es schon mal gehört hat, silber reflektiert, das heißt, die Hitze wird wieder abgestrahlt und geht nicht in den Körper. Aber man sieht auch schon, die Sicht ist sehr eingeschränkt. Also der hat unter seinem Pressluftatmer die Maske und hat vorne nochmal, ähnlich einer Sonnenbrille, eine getönte Scheibe. Damit ist er auch vor großer Hitze geschützt. Aber er sieht natürlich deutlich schlechter, als wir jetzt sehen. Und heute mal eine kleine Vorführung, was man damit machen kann. Ich hoffe, er sieht, wo er hinsteigt. Bitte schön. Lass dich drüber steigen. Also schützt uns natürlich vor Flammen, vor Hitze, die von vorne kommt. Von unten ist er jetzt nicht ganz so gut geschützt, deswegen sind wir heute mal ein bisschen vorsichtig. Wir haben das Ganze aber auch noch eine Stufe mehr, da ist dann eine Hose dabei. Da können wir uns ein bisschen weiter bewegen. Das Nächste, was auf uns wartet, und man sieht es dem LKW vielleicht schon an, man sieht hinten orangene Tafeln und die sagen uns immer, da ist was Gefährliches im Spiel. Also dann ist auf dem LKW gefährliche Fracht. Und wenn dann was ausläuft, das werden wir auch gleich in der nächsten Vorführung aufgreifen, das Thema, dann müssen wir uns mit spezieller Schutzkleidung schützen. Also die Kinder kennen es, ähnlich den Teletubbies, der Feuerwehrmann, der kann sich, oder wieder die Feuerwehrfrau, in einen Anzug packen und ist damit absolut geschützt gegen alles Giftige und Gefährliche, kann damit arbeiten, aber er kann auch nur 20 Minuten arbeiten, weil wenn er den Einsatz gefahren hat, jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Seite, dass ihr was seht, also wenn er im Einsatz war, maximal 20 Minuten, weil dann brauchen wir Zeit, um ihn zu reinigen, um die giftigen Stoffe abzuwaschen, bevor wir ihn wieder aus dem Anzug holen. Und ja, was da auch wichtig ist, da drin in so einem Gummianzug kann sich jeder vorstellen, wenn man arbeitet, da schwitzt man richtig. Also das sind die anstrengendsten Arbeiten, die wir bei der Feuerwehr zu verrichten haben. Wir machen das nicht jeden Tag, aber doch. In Erlangen passiert es einigermaßen oft, dass auf der Autobahn mal klappert oder durch die Uni, durch die Forschung, durch die Industrie, da sind wir immer mit solchen Einsätzen konfrontiert und da sind wir auch gut ausgerüstet, haben eine ganze Menge an diesen Anzügen und das sieht man auch, wenn wir den jetzt waschen, packen wir den Schmutz unten auf in einer Wanne
und er wird wirklich gründlich gereinigt. Drunter steckt wieder ein Feuerwehrmann, nämlich jetzt der Andi, und er trägt natürlich auch wieder sein Atemschutzgerät. Er hat seinen Luft im Anzug selbst dabei, weil sonst würde er natürlich keine halbe Stunde drin durchhalten. Der braucht immer wieder frische Luft. Und unterstützt wurde er von Christoph, der da in dem grauen Anzug steht, etwas leichter. Könnt ihr euch auch vorstellen, das ist jetzt auch wieder eine Kleidung für gefährliche Stoffe. Das ist für die Leute, die jetzt nicht ganz nah dran sind oder vielleicht für Stoffe, die nicht ganz so aggressiv sind, also wo wir nicht die ganz große Sorge haben. Aber man sieht es, auf der Weste steht was, er ist schmutzig. Das heißt nicht, dass er sich heute nicht geduscht hat, sondern er ist dafür da, um den Träger von diesem Chemikalienschutzanzug zu waschen. Einfach unter dem Fokus den Schmutz runterwaschen, und wenn er damit in Kontakt kommt mit gefährlichen Stoffen, dann ist er der schmutzige Mann. Und im echten Einsatz, wenn man auf dem zweiten, da steht dann sauber drauf, er ist dann derjenige, der beim Aussteigen aus dem Anzug hilft. Danke an uns die beiden, an den Andi im blauen Anzug und den Christoph in grau mit schwarzem Latz. Haben sich einen Applaus verdient. So, es geht weiter. Neues Spezialgebiet, wo die Feuerwehr unterwegs ist. Ich gehe ein bisschen auf Seite, das muss so halt. Jetzt kommt der Flo. Der Flo ist für eine Spezialeinheit der Erlanger Feuerwehr ausgebildet und auch er hat seinen Andi dabei. Führt bei der Erlanger Feuerwehr, das machen jetzt allerdings nur die hauptberuflichen Kräfte, gibt es ausgebildete Taucher, die eben für Such- und Rettungseinsätze ausgebildet sind. Das heißt, im Hauptamt ist jeden Tag gewährleistet, sollte irgendwas passieren, man erinnert sich an einen Unfall mit dem Boot auf dem Kanal oder immer wieder, es fährt ein Auto ins Wasser oder dergleichen, dann kann die Feuerwehr sofort abrücken und kann natürlich auch da helfen. Aber Tauchen bei der Feuerwehr hat nichts mit Tauchen im Urlaub zu tun, wir leben im schmutzigen Wasser. Und wir sehen da unten ganz wenig, also wir müssen mit einem Meter Sicht auskommen und uns viel, viel vorantasten. Und weil wir so wenig Sicht haben, haben wir zu unserer Sicherheit immer die Leine. Also das ist wie der Hund, der Gassi geht. Der Taucher ist gesichert, dass er immer wieder den Weg ans Ufer findet. Soll es Probleme unter Wasser geben, ganz wichtig bei der Feuerwehr, die eigene Sicherheit steht vorne dran. Und das ist bei uns durch so eine Signalleine gewährleistet. Also gelbe Leinen, das sind bei uns die Taucher, die unterwegs sind. Und jeder Taucher in Erlangen muss im Jahr 10-mal üben, damit er wirklich die Lizenz erhält und als Taucher in den Einsatz gehen darf. Also 10 zusätzliche Übungen im Jahr, die zum Beispiel der Frau jedes Jahr absolvieren muss. Danke den beiden. So, der nächste kommt, hat jetzt hoffentlich nichts mit Rauch zu tun, aber die Show nehmen wir mit. Der Philipp präsentiert uns was, was wir letztes Jahr das erste Mal gezeigt haben, nämlich die medizinische Seite, wo wir als Feuerwehr den Rettungsdienst unterstützen, nämlich im Rahmen von Einsätzen als Ersthelfer, als Helfer vor Ort. Das heißt, überall, wenn der Rettungsdienst eben eine sehr lange Anfahrt hat oder gerade recht ausgebucht ist in der Stadt, haben auch wir hier auf der Wache ausgebildetes Personal. Und die würden dann nicht den Patienten transportieren, sondern die würden die Zeit überbrücken, bis Rettungswagen, bis Notarzt zur Einsatzstelle kommen können. Und es macht vor allem viel Sinn, wenn direkt in der Nachbarschaft von der Feuerwehr was passiert. Dann werden beide Seiten alarmiert, zwei Mann der Feuerwehr, die Zeit überbrücken, bis irgendwann der Rettungswagen eintrifft. Und da haben wir im letzten Jahr schon viel sinnvolle Arbeit leisten können und viele Leben auch dazu beitragen können, sie zu retten. Und um die Mediziner bei der Feuerwehr zu erkennen, tragen sie eben die gelben Jacken, um sich von den normalen Feuerwehrleuten abzuheben. Im Rucksack ist dann die ganze notfallmedizinische Ausrüstung verstaut. So, jetzt wird's wieder jung. Der Max und der Hans präsentieren uns das Outfit unserer Jugendfeuerwehren in der Stadt. Also die gibt's auch nicht nur hier, die gibt's quer über die Stadt verteilt. Und wer selbst gerne mitmachen möchte, ab 12 Jahren kann man der Jugendfeuerwehr beitreten. Es gibt es in allen Erlanger Ortsteilen und wir freuen uns über Zuwachs, wir freuen uns über jeden, der mitmachen darf. Die beiden zeigen es, die dürfen noch nicht in Einsätze, dürfen noch nicht mit rausfahren, wenn es irgendwo brennt. Aber sie üben viel und wer übt, braucht natürlich auch eine Schutzkleidung. Das heißt, sie haben ihren eigenen Anzug, große Jacke, sie tragen Stiefel und Handschuhe wie die Großen und der Helm unterscheidet sich ein bisschen, es ist kein Visier dran. Nämlich die Arbeiten, die sie machen dürfen, bis sie 18 werden, die sind natürlich ein bisschen eingeschränkt. Vieles ist möglich, aber die Sachen, wo es dann einen Gesichtsschutz oder ähnliches braucht, die sind wirklich erst ab 18 erlaubt. Genau, und zu guter Letzt haben wir noch einen, den Tobias.
Der zeigt uns die etwas vornehmeren Formen, jetzt nicht für Einsätze, sondern für Festlichkeiten, was die Feuerwehr noch ausführen kann. Unsere Uniform, also auch so schauen Feuerwehrleute aus. Er hat eine Ausbildung, wie man Leitern besteigt, macht er vorbildlich rückwärts. Oder man sieht uns auch so rumlaufen, wenn wir im Theater sind und dann Sicherheitswache leisten. Also bei jeder Vorstellung im Erlanger Theater ist im Hintergrund auch die Feuerwehr versteckt. Und da sind wir natürlich auch ein bisschen festlich angezogen. Okay, das war der letzte. Wir reihen uns nochmal auf, bedanken uns fürs Interesse. Und dürfen hinweisen auf die nächste Vorführung. Das heißt, wir räumen jetzt hier zügig auf, bauen ein bisschen um. Und um 11.45 Uhr, der LKW bleibt stehen, zeigen wir Ihnen, zeigen wir euch, was die Feuerwehr machen kann, wenn es denn auf so einem Transporter mit gefährlichen Stoffen zu dem Austritt kommt. Also eine gefährliche Flüssigkeit wird nachher auslaufen und ihr dürft live dabei sein. Und wir zeigen euch, was wir tun können, wie wir in der Lage Herr werden. Und das ist jetzt auch schon der erste Einsatz, der sich heute auf der Autobahn abspielt. Ihr habt es gesehen, der Hof schaut heute ein bisschen anders aus. Wir sind gedanklich heute auf der Straße unterwegs und wollen euch viel zeigen, was auf Autobahnen passieren kann und wie die Feuerwehr dann angeht und die Fälle löst und was wir an Möglichkeiten haben, da schnell wieder für Sicherheit zu sorgen. Danke, dass ihr da wart zur ersten Vorführung. Das war Teil 1.
Okay, vorne der weiße LKW, jeder sieht den großen Behälter, ein sogenanntes IBC-Behältnis, fast uns 1000 Liter und zur Hälfte ist schon mal leer. Man sieht diese gelb-grüne Flüssigkeit und man sieht auch einen relativ scharfen Strahl, der da rausrinnt. Also das gilt jetzt aufzufangen und nach Möglichkeit das Loch schnell zu verschließen. Genau, also im Moment sind keine Menschen in Gefahr, das heißt, da ist die Sicherheit oberste Maxime, das heißt, Feuerwehr stattet sich aus mit schwerer Chemikalienschutzkleidung. Wer vorhin schon bei der ersten Vorführung war, erinnert sich, wir haben diese blauen Chemikalienschutzanzüge, vorhin haben wir mal gesagt, die Teletubby-Anzüge und da rüsten wir jetzt zwei Feuerwehrleute damit aus, die ziehen erstmal eine Atemluftflasche auf, ihren Pressluftatmer, haben ihre eigene Luftversorgung und im Anschluss schlüpfen sie in die schwere Chemikalienschutzkleidung, die sie hermetisch von der Umgebung abriegelt. Parallel bereiten die Kollegen vom Rettungsdienst ihr Equipment vor und die Polizei hat jetzt für uns dankenswerterweise die Absicherung übernommen. Also diese Autobahn wäre jetzt komplett gesperrt. Genau, und was man auch sieht, das ist im realen Einsatz genauso, das dauert ein paar Minuten, bis wir wirklich so weit sind. Also diese Schutzkleidung anzulegen, das dauert, das nimmt Zeit in Anspruch und
wir brauchen Hilfe. Also wir müssen uns gegenseitig helfen, damit wir in diese Anzüge schlüpfen. Einer allein ist da fast ein bisschen überfordert, weil es eben viele Handgriffe sind, bis dieser Anzug perfekt sitzt, bis er geschlossen ist und bis die ganzen Geräte, die dazugehören, wir sehen jetzt den Anschluss vom Armschutz, bis das alles passiert ist. Nochmal, Sicherheit geht vor. Das nützt nichts, wenn wir jetzt da nach vorne zwei Leute schicken und die verletzen sich dabei. Es ist ja keine Eile geboten, es läuft zwar was aus, aber im Moment sind keine Personen in Gefahr. Der Lkw-Fahrer ist schon draußen, deswegen geht der Schutz für uns Feuerwehrleute auf jeden Fall vor. Was noch mit reinfließt, sind Maßnahmen für den Brandschutz. Also Feuerwehr macht sich ja immer Gedanken, es könnte zum Feuer kommen. Das heißt, gefährlicher Stoff tritt aus. Wir würden uns normalerweise mehrere Löschmittel bereithalten. Das heißt, einmal ganz klassisch Wasser, das was wir immer dabei haben. Dann haben die Kräfte noch einen Pulverlöscher hingestellt. Und wenn wir jetzt wirklich mit 4 Fahrzeugen da wären, dann wäre auch noch ein Schaumangriff vorbereitet, weil es sich ja um eine Flüssigkeit handelt. Und wenn die brennt, wäre Schaum das Löschmittel Nummer 1. Wir sind gleich soweit, aber das ist ein schnelles Zeitfenster. Also wenn wir in 5 Minuten soweit sind, in schwerer Chemikalienschutzankleidung arbeiten zu können, dann ist das wirklich noch ein flottes Zeitfenster. Feuerwehr heißt nicht immer, dass wir hinkommen und sofort loslegen, sondern manchmal braucht es vorbereitende Maßnahmen, so wie jetzt eben wir sehen. Die beiden Herren in dem blauen Anzug kriegen jetzt den genauen Auftrag, was sie machen sollen, welches Werkzeug sie mitnehmen. Und der Gruppenführer hat aufgrund der Ladepapiere sich Gedanken gemacht, was können wir denn überhaupt verwenden? Braucht es Metall oder ist vielleicht was aus Kunststoff besser? Je nachdem, mit was sich der Stoff verträgt, nachdem er im Kunststoffbehälter ist, wird er sich auf jeden Fall mit Kunststoff auffangen und abdichten lassen. Und hier haben wir jetzt eine große Auswahl an Geräten, vom Klebeband bis zu Abdichtkeilen bis Kissen. Wir können Wannen drunter ziehen, planen. Also da braucht es jetzt viel Erfahrung, um die richtigen Maßnahmen rauszusuchen. Wir sehen auch, im blauen Anzug ist es gar nicht so einfach, sich zu bewegen. Deswegen haben die Kollegen sich jetzt so ein Podest aufgebaut. Eine Leiter wäre einfach zu gefährlich, dass sie uns runterfallen. Also die Bewegung ist schwer eingeschränkt und da geht es auch wieder um die Sicherheit, dass uns keiner irgendwo runterfällt. Sie sind mittlerweile auf der Ladefläche, sie haben das Loch erkannt und sie haben ein paar Holzkeile in der Hand und jetzt geht es darum, die passende Größe rauszufinden und dann hoffentlich das Loch schnell zu verschließen. Ja, und jeder kann sich vorstellen, der Anzug beinhaltet 3 Paar Handschuhe, also darf man gern zu Hause mal ausprobieren, 3 Paar Handschuhe übereinander anzuziehen und damit mal Lego zu spielen oder ähnliches. Also die Fingerfertigkeiten sind nicht so, wie wir es aus dem täglichen Leben kennen, sondern das ist doch eine deutliche Einschränkung des Arbeiten in so einem schweren Schutzanzug. Anne? Also
So, jetzt müssen wir kurz unterbrechen für was Wichtiges. Bei mir steht, ich bin hier oben auf dem Auto in der Hofmitte, bei mir steht die Hanne Schmidt und die sucht ihre Mama. Die kleine Hanne ist bei mir, grüne Jacke, und hoffentlich ist die Mama auch bald da. Also ich stehe hier oben in der Warnweste und unter mir steht die Hanne auf der Suche nach ihrer Mama. Das kriegen wir sicher auch gelöst. Unser Manöver war erfolgreich, das Loch ist verschlossen, es läuft nichts mehr aus. Das heißt, an unserer Autobahn, da kehrt jetzt Ruhe ein. Jetzt geht es eben darum, wie geht der Fall weiter? Brauchen wir einen Ersatzfass? Können wir was umpumpen? Und was können wir weitere Maßnahmen einleiten? Das wollen wir Ihnen heute nicht alles präsentieren, weil es einfach ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengt. Der Einsatz würde jetzt wahrscheinlich noch so 3 Stunden laufen, bis wir wirklich diese Einsatzstelle wieder verlassen können. Was wir uns auch sparen, sind die Maßnahmen der Reinigung für unsere beiden Träger in den blauen Anzügen. Also die würden jetzt gereinigt, gewaschen werden und dann Stück für Stück mit Hilfe von weiteren Feuerwehrleuten entkleidet. Das kürzen wir an dieser Stelle ab und sagen einen großen Applaus an unsere Übungsgruppe, an unsere beiden Polizeikollegen und die beiden Damen des ASB, die uns hier hilfreich zur Seite standen. Habt ihr toll gemacht. Großer Applaus.
kein Wunder, dass ich lang mehr. Also auch Und die anderen, die wir jeden Tag haben, die wir wirklich auf die Reise bringen, das ist